Nacht. Jetzt sehen wir in wenigen Sekunden den Förderkorb mit den Bergleuten, die das letzte Stück Kohle übergeben werden an den Bundespräsidenten, an Frank-Walter Steinmeier. Alle halten hier in gewisser Weise den Atem an. Es ist mucksmäuschen still. Alle sind ergriffen von diesem Moment, der nach gut 200 Jahren eine Ära beendet. Der deutsche Steinkohlebergbau geht heute hier zu Ende. 21.12.2018, 16:16 Uhr. Der Förderkorb wird erwartet hier am Schacht auf Prosper Haniel. Da oben sehen wir es mit dem Blick von außen. Die Räder drehen sich. Der Förderkorb trifft in wenigen Sekunden hier ein. Und jetzt sehen wir ihn hier ankommen, am Schacht, auf Prosper Haniel. Der entscheidende Moment steht kurz bevor. Auf die Bergleute, gemeinsam mit Peter Schrimsen, dem Vorstandsvorsitzenden des RAG-Konzerns. Und da sehen wir auch schon im Förderkorb die Bergleute. Jetzt öffnet sich der Förderkorb. Und die Bergleute kommen an, hier auf der Bühne, am Schacht auf Prosper Haniel. Genau. Empfang genommen von Peter Schrimp und dem Bundespräsidenten, von Frank-Walter Steinmeier, begrüßt mit Applaus von den Ehrengästen, die diesen Tag hier begleiten. Und wenn wir in die Gesichter schauen, dann können wir sehen, was dieser Tag hier bedeutet für die Bergleute, die jetzt hier die Ehre, aber auch die Aufgabe haben, diesen Akt zu vollziehen, das letzte Stück Steinkohle zu übergeben. An diesen Mann hier, an Frank-Walter Steinmeier. Herr Bundespräsident, in wenigen Augenblicken halten Sie das letzte Stück deutscher Steinkohle in Ihren Händen. Für manche ist es ein Stück Kohle. Für Sie soll es ein Symbol für einen bedeutenden Teil deutscher Industriegeschichte sein. Für uns Bergleute war es unsere Welt. Gewalt überreicht schwerer das letzte Stück Kohle an den Bundespräsidenten, an Frank-Walter Steinmeier, der das jetzt in Empfang genommen hat und sicherlich auch noch einige Worte jetzt an die Bergleute und die Ehrengäste richten wird. Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste und Ehrengäste, liebe Bergleute, das ist in der Tat mehr als ein Stück Kohle, das ist Geschichte. Und liebe Bergleute, ich weiß, für Sie, die Sie bis zuletzt den Berg die Kohle abgerungen haben, kann das kein Tag der Feier sein. Es ist ein Tag der Trauer. Nicht, weil der Schacht geschlossen wird, das auch, sondern weil eine Epoche zu Ende geht. Es ist ein Tag der Trauer für Sie. Und das darf ich Ihnen versichern, das ist ein Tag, der viele Menschen in Deutschland bewegt. Ein Tag, an dem sich viele erinnern, dass das am Anfang stand des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach 1945, ohne Kohle und ohne diejenigen, die unter Tage dem Berg die Kohle abgerungen haben, wäre die Geschichte der Bundesrepublik
die Geschichte dieses Landes anders verlaufen. Es ist ein Stück Geschichte, was ich hier in den Händen halte, aber wie Sie gesagt haben, auch ein Symbol. Ein Symbol für harte und schmutzige Arbeit unter Tage und ein Symbol, Sie haben die Fälle der letzten Tage gerade noch einmal erläutert, auch ein Symbol der Gefahr. Und niemals waren sich Ihre Angehörigen ganz sicher, ob alle wieder gesund nach oben kommen würden. Und das ist ein großer Teil des Respektes, den Ihnen die Menschen entgegengebracht haben und entgegenbringen. Es ist ein Teil des Wohlstands dieser Republik. Und ich hoffe, dass das auch nicht vergessen wird in den revierfernen Gebieten Deutschlands, dass davon alle profitiert haben. Bevor wir jetzt gleich rübergehen und in eine weitere große Veranstaltung noch die Möglichkeit haben, das ein oder andere im Rückblick, aber auch mit einem Blick in die Zukunft zu würdigen, will ich hier den Bergleuten vor Ort sagen, dass ich Ihnen wünsche, dass die Zeit, in der Sie hier im Bergwerk noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt sein werden, nicht jeder Tag ein Tag der Trauer ist und dass Sie hier gelebt haben, Zusammenhalt und Solidarität ein Wert und ein Beispiel ist, dass Sie an andere Menschen und hoffentlich nicht nur im Ruhrgebiet hier weitergeben. Wenn wir das halten, Zusammenhalt und Solidarität, dann ist mir mit Blick auf die Menschen hier im Ruhrgebiet, ihre Art und Weise anzupacken, ihr mutiger Blick nach vorn, dann ist mir jedenfalls um diese Region nicht bange. Glück auf!